Tja, stürmische Zeiten herrschen aber nicht nur in der Politik in Deutschland, sondern in diesen Tagen auch wetterbedingt. Denn es gibt in weiten Teilen der Republik ein Chaos, vor allem für die, die von A nach B wollen. Vielerorts geht nämlich nichts mehr. Orkantief Sabine legt weite Teile der Bundesrepublik weiterhin lahm. Der Fernverkehr der Deutschen Bahn steht still. Störungen, die wird es den gesamten Tag über geben. Etliche Flüge fallen aus, Fähren sind gestrichen. Reisende und Pendler, die brauchen heute sehr viel Geduld. Nadine, mir doch fast zusammen. Züge auf den Abstellgleisen und leere Bahnhöfe. Dafür aber Anzeigetafeln, die auf Hochtouren laufen. Bis 10 Uhr geht im Fernverkehr nichts. Auch etliche Regionalstrecken liegen lahm. Viele Passagiere warten schon seit Stunden auf die Weiterfahrt, sind aber mehr oder weniger entspannt. Nach Essen wollte ich gerne. Aber ja, mache ich mir vielleicht einen freien Tag heute, ne? Ja, der Plan ist, dass ich jetzt wieder nach Hause fahre und mir einen Tag Urlaub nehme. Muss ich ja wohl. Sonst komme ich ja hier schlecht weg, ne? Mit einer App kann man das Reiseauskunft erlangen. Und das habe ich gemacht. Jetzt versuche ich mit der U-Bahn und dem Bus nach Hagen zu kommen. In München haben einige Passagiere im Zug die Nacht verbracht. Ganz sicher keine Optimallösung, aber besser als nichts. Bin ganz glücklich, dass der Zug da ist. Weil sonst hätte man, glaube ich, teuer ein Hotel nehmen müssen. Und hier draußen pennen wäre auch nichts gewesen. Die Ruhe war auf jeden Fall da. Was ich auch toll fand, dass wir ein kleines Paket bekommen haben mit Getränken und zu essen. Aber ansonsten sind natürlich die Sitze zum Ausziehen nicht unbedingt dafür gedacht zu schlafen. Doch Sturm Sabine legt nicht nur den Zugverkehr lahm. Auch an vielen Flughäfen brauchen Reisende Geduld. In München sind für heute bereits über 400 Starts und Landungen abgesagt. Und auch in Nordrhein-Westfalen kommen viele mit dem Flugzeug nicht weiter. Ich hätte morgen früh beruflichen Termin und habe halt die Anreise heute Abend in Berlin. Und ja, das fällt jetzt vermutlich erstmal flach. Wir sind von Mallorca gekommen, aber da haben wir uns gesagt, die können Paderborn fliegen nicht mehr an. Wir müssen nach Köln fliegen. Und jetzt stehen wir hier, kommt natürlich nichts hier. Keine Informationen oder eher. Jetzt müssen wir suchen. Wie kommen wir nach Hause, nach Bielefeld? Und auch auf die Fähren sollten Reisende momentan nicht setzen. Denn viele Reedereien haben ihre Fährfahrten vorsorglich gestrichen. Ja, schauen wir auf den aktuellen Stand, vor allen Dingen auf die Schienen. Bei uns im Studio begrüßen wir Achim Staus, den Sprecher der Deutschen Bahn. Schön, dass Sie da sind, Herr Staus, und für uns Zeit haben. Können Sie vielleicht schon eine erste Resonanz ziehen? Wir haben es jetzt kurz nach 10 Uhr. Ja, es war erstmal gut, dass wir den Fernverkehr eingestellt haben gestern. Wir konnten vermeiden, dass Züge auf freier Strecke stehen bleiben. Das hat es nur ganz selten gegeben. Im Interesse der Sicherheit der Fahrgäste war das eine gute Entscheidung. Heute wird der Fernverkehr langsam wieder anlaufen in diesen Minuten. Es dauert aber noch den ganzen Tag, bis das wieder komplett in Gang kommt, und es gibt noch die Unsicherheit wegen Süddeutschland. Sie sprechen es gerade schon an, schauen wir mal auf die regionalen Situationen. Wo muss man denn tatsächlich den ganzen Tag über noch damit rechnen, dass sein Zug nicht fährt? Ja, Nordrhein-Westfalen war besonders betroffen, da haben wir auch den Regionalverkehr eingestellt. Auch der läuft jetzt langsam wieder an. Also die Pendler haben es sicherlich schwer, heute Morgen ins Büro zu kommen oder zur Arbeitsstelle. Aber auch da gilt, Sicherheit hat Vorrang. Wir müssen hier wirklich aufpassen, dass nichts passiert, und es ist auch nichts passiert. Also was man auch immer so hört, wir haben ja heute Morgen waren wir natürlich auf vielen Bahnhöfen in Deutschland unterwegs. Wir haben die Situation genau beobachtet, und die Deutsche Bahn hat tatsächlich mal ein Kompliment bekommen, weil sie sehr vorausschauend gehandelt haben. Also haben Sie vielleicht auch aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, dass man die Kunden, dass man die früher informiert, dass man sie darauf einstellt, und dann geht's ja auch. Ja, solche extremen Wettersituationen nehmen ja leider zu, aber dadurch haben wir auch eine gewisse Erfahrung. Wir haben diesmal auch sehr frühzeitig informiert über drohende Einschränkungen des Zugverkehrs schon am Freitag. Wir haben die Ticketgültigkeit verlängert bis Dienstag nächster Woche. Das hat eine gewisse Entspannung gebracht. Die Kunden waren vorbereitet. Viele haben auch die Reise verschieben können und haben nach unserem Eindruck recht verständnisvoll auch reagiert. Was raten Sie denn den Kunden? Was muss ich machen, wenn ich reisen möchte, um rauszufinden, ob ich das überhaupt kann, und wenn nicht, was meine Alternativen sind? Das Beste ist immer der Blick in den DB-Navigator, unsere Informations-App, oder auch ein Anruf bei der kostenlosen Sondertelefonnummer. Einfach auch ein bisschen mehr Zeit einplanen, und wer kann, vielleicht auch die Reise im Fernverkehr noch verschieben, bis der Sturm wirklich durch ist und überall wieder pünktlich gefahren wird. Herr Staus, wie funktioniert das eigentlich, dass Sie die Sicherheit wiederherstellen können, dass die Züge auch ungefährdet fahren können? Gibt es da so Testfahrten? Ja, seit den frühen Morgenstunden sind wir dabei, sowohl mit Lokomotiven die Strecken abzufahren, als auch zum Teil mit Hubschraubern abzufliegen, um zu sehen, ob sie frei sind oder ob vielleicht auch noch Bäume so stehen, dass sie drohen umzufallen. Auch das müssen wir ja ausschließen. Erst dann können wir grünes Licht geben, erst dann können die Züge wieder fahren. Sie verfolgen natürlich sicherlich auch immer die Meldungen
Meldungen des Deutschen Wetterdienstes. Und für den Süden Deutschlands, da ist ja das Ärgste noch nicht vorbei. Das heißt, hier werden Sie möglicherweise vielleicht sogar noch mehr Züge ausfallen lassen müssen? Da möchte ich noch nicht spekulieren, aber die Vorhersage ist ja so, dass es in höheren Lagen auch schneien kann. Also da sind wir darauf vorbereitet, auch mit Räumtrupps, mit vielen Mitarbeitern, die mit Kettensägen bereitstehen in Bereitschaft. Auch da gibt es eine gewisse Übung mittlerweile. Was sind eigentlich für Sie die größten Probleme bei so Orkantiefen zum Beispiel? Sind es tatsächlich die Bäume, die an den Gleisanlagen stehen? Kann man da vorausschauend eigentlich, kann man die schon vorher abholzen oder darf man das nicht? Also worauf müssen Sie genau achten dann in solchen Situationen? Ja, der Rückschnitt von Vegetation ist ein entscheidender Punkt. Da haben wir wegen der Zunahme dieser Wettersituation auch schon draufgelegt in den letzten Jahren, haben deutlich mehr investiert. Wir beschäftigen zum Beispiel 100 Förster, die sich ausschließlich mit diesem Vegetationsmanagement beschäftigen. 6 Meter rechts und links der Gleise ist die Sache klar, da darf nichts wachsen. Aber ab 6 Metern stehen doch noch zu viele hohe Bäume. Die gehören nicht alle uns. Nicht immer können wir einfach so abholzen. Da sind wir auf das Entgegenkommen auch der Besitzer oder auch der Naturschutzbehörden angewiesen. Aber da ist schon viel passiert. Jetzt sind so Fahrpläne äußerst komplex. Sagen wir mal, der Sturm ist dann heute Nacht oder morgen irgendwann ausgestanden. Was glauben Sie, wie lange wird es dauern, bis da alles wieder ganz normal seinen Gang geht? Ja, Fahrzeuge müssen neu disponiert werden. Auch das, die Dienstpläne von Mitarbeitern geraten ja da ein bisschen durcheinander. Aber ich denke, im Fernverkehr sollte es am Dienstag wieder überall planmäßig laufen. Im Nahverkehr hängt es jetzt wirklich von der Situation in Süddeutschland ab. Achim Staus, Sprecher der Deutschen Bahn, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Und wir können vorsichtig zumindest für den Norden und den Osten Deutschlands Entwarnung geben. Im Westen und im Süden sieht es noch ein bisschen anders aus, aber im Fernverkehr rollen bereits die ersten Züge wieder. Danke Ihnen für das Gespräch. Gerne.